Ich bin der Joachim von Session und heute habe ich für euch dabei von Sandberg den California JM4 Natur in Esche und den zeige ich euch jetzt. California von Sandberg. Leute, jetzt zeige ich euch erstmal die Facts von diesem richtig geilen Bass, den ich hier in der Hand habe. Und zwar geht's los mit dem Body, mit dem Korpus. Das ist ein Esche-Body, wie ihr seht. Man sieht die schöne Maserung. Esche geschraubt, geschüttelt, nicht gerührt. Wir haben eine Delano-Pickup-Kombination, bestehend aus einem Humbucker, einem Single-Coil. Der Humbucker lässt sich mittels diesem kleinen Zweiwegschalter splitten. Dann haben wir praktisch die Funktion, einmal kann er klingen wie ein ganz normaler Jazzbass, aber der kann auch das volle Brett hinten abliefern. Das zeige ich euch gleich noch im Einzelnen. Wir haben hier eine Zweiband-Klangregelung, Bässe und Höhen. Zweiband-aktive Klangregelung. Dann haben wir hier einen Regler für die Blende, sprich, da kann man dann wählen, welchen Pickup man benutzen möchte, rechts oder links oder beide gemixt. Da ist dann so eine kleine Stellung in der Mitte. Und wir haben natürlich die Lautstärkenregler für alles. An dem Lautstärkenregler, das ist ein Push-Pull-Potty. Wenn man den hinauszieht, wird der Bass auf passiv geschaltet. Solange der Potty hier drin gestöpselt bleibt, ist der Bass auf aktiv, sprich mit Batterie. Dann haben wir eine typische Sandbergbrücke hinten. Die lässt sich prima justieren. Da gibt es ein paar Imbusschrauben, mit denen man die dann praktisch auch fixieren kann. Sprich, sobald der Bass einmal eingestellt ist, werden die kleinen Schräubchen hier festgedreht. Dann verändert sich da nie wieder was. Da muss man nie wieder an die Brücke ran. Weiter geht's mit dem Hals. Wir haben es jetzt hier zu tun mit einem klassischen Maple Neck. Ihr seht, es ist kein Rosewood Fingerboard, ist ein Maple Neck hier oben drauf. Ja. Und natürlich auch ein Ahornhals. Hinten Vintage-Style-Mechaniken, ganz klassisch gehalten, das ganze gute Stück. Sandberg-Logo oben drauf und auch sehr wichtig, bei Sandberg bekommt man auch bei Jazzbässen immer diesen Seitenniederhalter, damit alle Seiten, wie ihr seht, auch die gleichen Winkel und den gleichen Druck auf den Sattel legen. Das hat nämlich dann den Vorteil, da gibt es keine Seite, die auf einmal lauter oder leiser ist wie die andere, sondern man hat praktisch immer den gleichen Druck. Die E-Seite ist sowieso sehr schräg, dadurch, dass sie hier vorne sitzt und die anderen Seiten, die werden einfach mit diesem Niederhalter ein bisschen runtergedrückt und schon hat man einen sehr gleichmäßigen Ton auf allen Seiten drauf. Ja, dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal ein paar kleine Licks mit dem guten Stück und dabei demonstriere ich euch mal die Elektrik, was die so kann. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich werde jetzt mal den Balance-Regler in die Mitte stellen. Die aktive Klangregelung ist jetzt auch auf Mitte, sprich, der ist eigentlich fast passiv und der Humbucker ist eingeschaltet. Ja, das ist jetzt praktisch so ein Sound, der könnte eigentlich noch ein bisschen was gebrauchen. Ja, jetzt kann ich einfach mal hingehen, kann mal ein bisschen Bässe und ein bisschen Höhen reindrehen. Und Achtung. Und schon hat der Bass einfach diesen Funky-Knack, den er vorher nicht hatte. Ja, und schon haben wir genau diesen Slappy-Sound. Und durch das Maple-Neck wird er auch noch ein bisschen knalliger als beim Rosewood-Neck. Maple-Neck ist ja einfach ein bisschen direkter, ein bisschen spritziger, würde ich mal sagen. Ja, und schon haben wir einen sehr geilen Funky-Sound. So, jetzt zeige ich euch, was der Sandberg-Bass kann, wenn man ihn praktisch auf einen Jazz-Bass-Modi stellt. Sprich, wenn man einfach mal hingeht und den Ton abnimmt, man splittet. Dazu wird dieser kleine Schalter hier rübergelegt. Bei dem Humbucker wird eine Spule weggeschaltet und schon haben wir praktisch zwei Single-Coils am Laufen. Ihr hört, es brummt hier auch ein bisschen. Und dann können wir praktisch jetzt hingehen wie bei einem Fender-Jazz-Bass oder bei ähnlichen Bässen, dass man praktisch hier die Klangregelung jetzt praktisch ein bisschen verschieben kann und schon haben wir einen schönen knurrenden.
Das ist dann einfach so dieser typische Jazz-Bass-Sound. Weiter geht's. Wir fahren jetzt mal noch einen Modi ein. Und zwar ist hier jetzt mal diesen Split-Schalter raus. Und dann haben wir den Bass auf passiv geschaltet. Und das bewirkt dann Folgendes. Man kann jetzt praktisch den Amp eigentlich schön aufdrehen. In der Proberaum oder in der Live-Situation klingt passiv meistens ein bisschen besser. Und dann hat man praktisch einen ganz klassischen passiven Rockbass. Der Bass liefert in so einer Einstellung eigentlich das typische Brett, was man braucht, um Gitarristen einfach mal zu unterstützen. Ja, für Rockbands, für klassische Rock-Brutal-Geschichten, sage ich jetzt mal, da freut sich jeder Gitarrenspieler, wenn er praktisch so einen Bass-Sound dann im Hintergrund hat, weil er macht einfach die Gitarre fett. Das ist ja auch dann der Job des Bassisten. Jo, ich hoffe, ich habe euch den Sandberg klein wenig näher gebracht. Falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt natürlich jederzeit bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schicken. Der Bass ist online bei session.de bestellbar. Dort, wie im Ladengeschäft natürlich auch, habt ihr 33 Tage Moneyback und 66 Tage Umtauschrecht. Das war's von mir, vom Joachim, und ohne Bass kein Spaß.